Was geht? Fatih wieder am Start. Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Arriba, Freunde. Heute habe ich das Album von unserem Bruder Jesus. Jesus, Limited Premium Edition. Hier ist das Prachtexemplar. Ich halte es in Hände. Jawohl, ich habe mir die Box noch endlich ergattert, Freunde. Damit ich euch ja endlich mal das präsentieren darf auf meinem Kanal. Jawohl, endlich. Sein nächstes Album, Jesus is out now, schon längst. Zieht euch das Album rein. Es ist wirklich krank geworden. Sehr stabil, hab mir das wirklich in Dauerschleife, ne? Du weißt, was ich meine, reingezogen. Und ja, ich will euch das nicht vorenthalten. Ne? Vielleicht habt ihr die Box schon erworben. Wenn nicht, versucht das mal in der Videobeschreibung noch einmal abzuchecken. Vielleicht gibt es noch ein paar Exemplare, aber ich glaube, es ist schon alles ausverkauft. Wenn nicht, einfach Videobeschreibung abchecken und irgendwie da sind ein paar Links, dann kannst du sie unterstützen und mich auch nebenbei reingeschissen. So, auf jeden Fall, so sieht das Prachtexemplar aus. Ne? Die Deluxe-Box im Vordergrund, sein Cover, schon stabil, ne? Auf jeden Fall gefällt mir das sehr. Auf der Rückseite seht ihr alles, was am Stüssel ist. Ne? Und natürlich 187 Straßenbande, lasst es nicht lumpen. Und der Grafiker, hier, Bobby Analog. Schöne Grüße, Bruder, hat wieder rasiert. Chuck Güzel und Pascal, ne, hat die Fotos gemacht. Jawohl, auf jeden Fall ansonsten muss ich sagen, wirklich geiles Album, ne? Könnt ihr auch eure Meinung in die Kommentare schreiben, können wir uns austauschen. Vielleicht feierst du Jesus nicht, aber ich muss sagen, Jesus ist sehr stark wieder zurückgekommen. Wirklich musikalisch hat er nochmal eine Schippe draufgelegt, feiere ich sehr. Naja, wollte ich mal nebenbei erwähnen. So, wir packen die Box mal aus, zap, zap, zap. Einmal 187 Straßenbahn-Sticker, was gerade fast verbrannt wird, ne? Dann haben wir den Jesus-Cover, ne, von seinem Album. Und einmal das Donuts-Cover. Ne? Es gab sogar ein Bundle, gibt es, ne? Könnt ihr auch in der Videobeschreibung abchecken. Das ist die billigere Variante. Aber mit aber anderen T-Shirt. Das zeige ich euch mal jetzt. Es gibt zwei T-Shirts. Einmal dieses wunderschöne Prachtexemplar. Ich habe mir das Größe XL, ne, ausgewählt. Man konnte ein paar Größen auswählen. Habe einfach das Größte genommen. Passt mir jetzt auch nicht. Aber trotzdem, ich hatte es mal erworben in dieser Größe. So sieht das aus, ne? Und dann in der Bundle-Edition ist der Donut drauf, also dieser Monster Truck oder was das ist. Ja, genau, dieses Cover als, wie heißt das, T-Shirt. Das könnt ihr auch euch abchecken, erwerben, wie auch immer. Aber ich finde diese Variante viel geiler mit Jesus drauf, ne? Schwarz gehalten, das T-Shirt, stabil, ganz schlicht, kann man nehmen. Box hat 35 Euro gekostet, pipapo, ne? Ist okay. Man kriegt hier noch das Album und noch was, pass auf. Ja, wie soll man sagen? Kartenspiel. Sein exklusives Kartenspiel. Nur in der Deluxe-Box. Packen wir aber aus. Gucken wir die Karten mal kurz an. Ich will nichts kaputt machen. Okay, die Karten sind noch verschweißt. Ah, nee, das ist ein... Ah, okay. Okay. Pass auf, so sieht das aus. Normale Kartenspiel, denkt man sich. Ne? Bube, erkennt man ja da. Aber wir packen das mal aus. Ne, von der Folie. Zack, zack. Ja, von wie ich gedacht habe, nur die Rückseite wurde verändert, ne? Aber vom Vordergrund sind die Karten alle gleich. Schade, dass man nicht Jesus als König oder so genommen hat. Das wäre geil gewesen. Weißt du, was ich meine? So König, Jesus, Dame, seine Freundin oder wer auch immer so, weißt du, was der draufklatschen wollte, Bube und so weiter. Aber ist ein schönes Skatspiel, sind nur 32, ne, müssen das sein. Keine 52 Karten auf jeden Fall, sonst wäre es ein bisschen dicker. Naja, auf jeden Fall Hintergrund stabil, ist einmalig, auf jeden Fall was Seltenes. Ne? Behalte 10 Jahre, verkaufst du bei eBay, kriegst du das Doppeltfache oder Dreifache. Naja. Ich werde sehen, ich bin ja Sammler, deswegen werde ich das auf jeden Fall in Ehren halten. So, das Hauptalbum, Freunde. Ein Meisterwerk? Schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, das Album hat mir sehr gemundet, auf jeden Fall. Und ja, da gibt es eigentlich nichts Negatives zu sagen, ne? Eigentlich schon positiv. Dieses Album feiere ich immer, ne? Wolke 7, Ebbe, Flut, ne? Habe ich gefeiert alles. Jawohl. Da kannst du auch dein Lieblingsalbum in die Kommentare schreiben oder Lieblingssong. Wenn du Bock hast. Auf jeden Fall, ja. Schöne Arbeit geleistet mit Pappschuber sogar. Anderes Cover als hier. Kann man nehmen. Zeige ich euch ebenfalls, aber trotzdem. Die CD. So sieht die aus. Wow. Geil. Wirklich geile Arbeit. So. Booklet.
ohne was zu beschädigen. Ich hasse das. Einmal habe ich ein Booklet Knick rein gemacht, war ich schon richtig wütend, weil ich möchte alles sauber wie möglich halten, weißt du? Du bezahlst dir viel Geld dafür. Und dann will man es auch nicht direkt, ne, auseinandernehmen. Naja, auf jeden Fall, du kannst dieses Cover nehmen, ne? Oder dieses Cover. Ich nehme mal dieses, wie immer. Finde ich schon cool. Beidseitig bedruckt ist. So, und das war noch nicht alles. Wir haben noch was Leckeres. Jetzt könnte das Video ab 18 geschaltet werden. Man munkelt auf jeden Fall. Und zwar, erstes Gar Sozial, ne, St. Pauli. Ja, Magazin, Tittenheftchen steht hier unten. Pass auf, sogar 187, ne, wurde hier schön reingebrandet. In dem Sinne kostet dieses Heftchen nur 1,78 Euro. Ne, 1,78 Euro. Ne, 87, sorry, 87, andersrum. Auf jeden Fall, so sieht das Cover aus. Ne, mich juckt das nicht. Video ist monetarisiert, aber wird jetzt ausgeschaltet und auf gelb geschaltet oder überhaupt, ja, keine Ahnung. Mal gucken. Auf jeden Fall, Gar Sozial, sein Tittenhäppchen. Auf jeden Fall, ja. Kannst du hier, hoppa, reinziehen. Ich will das nicht zu viel zeigen. Aber, ja, keine Ahnung. Ist schon was Cooles. So, natürlich ist jetzt nichts für die Damen, ne. Aber ist auch nichts für mich. Ist ja Haram, du weißt. Ich mach das nur für die Unterhaltung. Ganz extra so sagen. Nee, ist aber auch für was Schönes. Hier, guck mal, so Skittles. Skittles ist am Stüssel, sogar mit, ne, Bild. Guck mal, richtige Maschine. Wow, feier ich sehr. Naja, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Hundesohn Skittles. Aber ist schon was Geiles, ne. Wirklich, wirklich was Feines. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sogar ein Interview ist am Start. Hier, guck mal, Inhaltsverzeichnis zeige ich euch mal. Hier, könnt ihr Pause drücken. Und ja, kann man sogar Jesus Interview sehen. Hey, das ist ja krass, Alter. Man kann sogar anrufen bei denen. Heilige Makrele. Man kann hier sogar anrufen. Ey, warte mal. Sei mein Diktator. 0100... Nein, Spaß, das lese ich jetzt nicht vor. Tanjas zwei Gipfel und ihre Gletscherspalte wollen bestiegen werden. Alles klar. Jesse ist high und hungrig auf Abenteuer. Ungezogene Stute sucht wilden Hengst für Galopp nonstop. Auf jeden Fall. Svenja zieht gerne blank. Deckt sie zu. Okay, wir lassen es mal lieber. Auf jeden Fall, ja, zieh dir die Box rein, kannst du abends, ne, Lotti Karotti mäßig spielen. Dann kannst du auch nochmal wie ein Hengst auf, ja, wie eine Stute drüber ziehen. Ach, du weißt, was ich meine. Naja, vielen Dank fürs Einschalten. Unterstützt Jesus nochmal mit Jesus. Und ja, ist mir jetzt ein bisschen peinlich geworden. Naja, alles klar. Ja, wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Euer Fatih. Mach's gut.